Ah, hört ihr mich jetzt? So, moin moin nochmal aus dem Castaneda Live Meeting Room zum Tech Talk Episode 2. Ja, wir haben so viele Dinge in dieser Sendung ganz neu, auch aus den Kommentaren und Feedbacks aus der letzten Sendung gemacht, dass heute mit Sicherheit super viel schief gehen wird. Ich freue mich tierisch, weil das wird chaotisch, aber wir haben uns sehr viel vorgenommen. Und ja, ich bin gespannt, was wir davon halten können. Sendezeit übrigens unbekannt. Also das machen wir in bester Wetten-das-Manier. Wir haben keine Ahnung, wie lange es dauert. Wir haben uns mal so ein grobes Konstrukt geschickt. Also in der Stunde wird das nicht weg sein. Dafür haben wir auch echt zu viele Themen. Ja, was ist neu in dieser Sendung? Wir haben auf jeden Fall nachher auch noch Live-Musik. Die brauchen wir auch, weil wir brauchen zwischendurch auch mal eine kurze Pause. Das heißt, wir werden ein kurzes Break nachher machen, damit wir alle mal aufs Klo gehen können und uns sortieren können. Da gibt es dann ein bisschen Live-Musik und hinten raus wird die Band auch noch weiterspielen, bis keiner mehr zuguckt wahrscheinlich. Das könnte sehr schnell gehen bei der Band. Das ist egal. Das ist ein anderes Thema. Was haben wir noch neu? Ich konnte letztes Mal natürlich auch sehr schlecht allen Kommentaren folgen. Deswegen wird das mein Kollege Niklas in der Regie so ein bisschen kuratieren und er schickt mir dann Fragen halt direkt, damit ich das nicht aus dem ganzen Stream, aus den Kommentaren mir rauslesen muss, schickt er mir direkt. Das heißt, solltet ihr irgendwas haben, was vielleicht übersehen wird oder so, dann postet das einfach nochmal in die Kommentare und schreibt es groß oder sowas. Dann bekommt ihr es auf jeden Fall. Und Niklas wird auch eigentlich jede Nachricht, die ihr gesehen habt, die er mir dann schicken wird, einmal liken. Dann seht ihr auch, dass sie wahrgenommen wird. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mit uns diskutiert. Wir haben selber sehr viele Themen mit meinen beiden Studiogästen und auch noch mit einem Online-Gast, der später dazugeschaltet wird. Aber natürlich könnt ihr euch auch jederzeit einbringen und wir versuchen das dann hier so gut wie es geht einzubringen. Ja, was ist noch neu? Mir wurde gesagt, dass es total Sinn macht, wenn ich die Fragen oder Kommentare, zu denen ich was sage, vorlese, weil man das ja nicht die ganze Zeit vielleicht auch als Bild und den Kommentarstream verfolgt. Das versuche ich auf jeden Fall diesmal zu tun. Ich gelobe Besserung. Ja, was ist neu? Wir haben zwei Studiogäste. Die würde ich jetzt mal vorstellen, bevor die hier weiter sitzen und schwitzen und nichts dazu beitragen können. Heute live bei mir zu Gast. Zum einen, tamtam, Achtung, der Kohl, angereist aus der Ecke von Nürnberg, Geschäftsführer der Kohl UHG. UG, Entschuldigung, der UG. Also sprich aus den Franken heute Morgen hier hochgefahren. Er hat gesagt, es ging viel schneller als gedacht, weil die Autobahnen so schön frei sind. Ich freue mich tierisch, er hat einige sehr interessante Themen im Gepäck. Dazu wird er gleich was sagen. Und zweiter Studiogast da außen ist Danny Wadenga von Brainchilds. Genau. Co-Founder und jetzt musst du mir helfen, Senior Technical Project Manager. Ich kümmere mich um die Technik bei uns. So werde ich es auch sagen. Deswegen sind Ja, super. Darauf können wir gleich super einsteigen, auf die Tücken des Livestreams, weil die habt ihr gerade erlebt. Aus irgendwelchen Gründen war die Verbindung weg. Ich würde gerne dazu später nochmal separat kommen, vor allem mit meinem Gesprächspartner, der uns nachher per Video zugeschaltet wird. Denn auch wenn es jetzt jeder macht, es ist halt nicht so einfach und auch gerade das Thema Fehlersuche ist wirklich nicht so einfach. Ja, jetzt erstmal Kohl. Ja. Ich war total überrascht, als du mich am nächsten Morgen nach der ersten Sendung um 9 Uhr morgens angerufen hast. Ich war beim ersten Kaffee. Ich denke, was will denn jetzt der Kohl? Und dann sagt er, ey, da waren so viele Sitze frei, reservier mir mal einen. Und dann habe ich gesagt, wir können dich doch zuschalten. Du kommst doch da aus dem tiefsten Franken. Nein, ich möchte in die Sendung. Also, ich habe nichts zu tun. Das ist ein Thema, genau. Aber du hast ja auch gesagt, du hast was zu sagen und du willst es auch hier sagen. Also sag doch mal so im Groben, was dich bewogen hat, zu sagen, ey, ich will dahin und ich will auch was sagen. In erster Linie mal, weil ich dich habe leiden sehen, weil ich selber so Kurzfilme gedreht habe und weiß, dass es wirklich schwierig ist, alleine hier den Talkmaster zu spielen. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn halt einer nebendran sitzt, dann geht das Ganze mal ein wenig
flüssiger. Ja. Das war so der Beweggrund eigentlich zu sagen, ey, ich komme vorbei, lass uns ein bisschen talken über die Szene, ja, über die Branche. Eigenwerbung natürlich auch dabei. Ne? Logisch. Ja, und dann dachte, als du mich gefragt hast, welche Themen denn, mir sind da spontan halt einfach